Aber die sind. Da sind sie! Ich hab sie gesehen! Die sind da! Ich hab da eben was. Ja, ja, die sind da, die sind da, die sind da. Komm hier nach oben zu mir. Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu der lang ersehnten Folge nach der ewig langen Pause. Ein Tag, sorry Leute. Es ist alles die Schuld von Zottel. Hä? Das ist gerade der erste Name, den du im Discord gelesen hast, bestimmt, ey. Lol. Nee, der ist ganz unten. Was ist los? Wenn ich Leertaste drücke, dann... Springst du nicht? Nee, dann ändere ich meine Ansicht. Das ist blöd, dann musst du vielleicht die Keys resetten oder so. Warte mal. Okay, es gibt was Wichtiges zu sagen, Leute. Alter Marcel, seit wann hast du einen Bart? Der muss weg. Hashtag Bart muss weg. Ist doch schon weg. Schreibt es mal alle bei ihm in die Kommentare. Der ist schon weg. Ich habe mal in deine letzten Folgen reingeschaut. Ich dachte so, what the fuck, der Bart, Alter. Das sieht so scheiße aus. Wie kann man nur so einen Bart... Also, nee, das liegt daran, dass... Du ohne den viel besser aus, Marcel. Also ich habe ganz viel andere Sachen gehört. Und zweitens... Warum liegt da eigentlich Holz? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Oh, das war nur ganz wenig Holz. Okay, hä? Hier steht Jump Space. Ach, ich weiß warum. So, jetzt. Ich hatte noch mein Makro an auf der Leertaste für PUBG, dass man durch Fenster springen kann. Das ist Crouchen und Springen zusammen. Oh. Okay, wenn ihr mal von uns beiden zusammen PUBG im Together wollt, ich bin allerdings totaler PUBG-Noob, ich habe bisher jetzt so 2 Runden gespielt und immer bin ich recht schnell gestorben, dann schreibt das mal in die Kommentare oder stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Genau, stimmt einfach oben rechts in der Infokarte ab. Wir gehen jetzt Gegner suchen. Und das war so der Plan. Oder machen wir die Skybase? Also, es haben voll viele geschrieben, Mensch, dann mach doch jetzt endlich die Skybase. Ja, wir wollen aber ein Drama drum machen, Dombe. Also machen wir jetzt die Skybase. Okay, ich habe den Zeppling aber jetzt letztes Mal weggeschmissen, warte. Ich habe acht Zepplings. Alles aber ich will einen haben. Okay. Nein, die wollte ich nicht. Oh. Melon dann würde ich aber vorschlagen, wir klettern in den Baum hier rein und machen. In dem Baum hier ist bestimmt eine Base, wenn ich den jetzt öffne. Das funktioniert nur bei mir, Dominik. Alles klar. Nee, wir klettern jetzt auf den Baum hoch und machen dann vom Baum aus oben eine Skybase. Also sagen wir es mal so: Das mit dem Bart war wegen dem No-Shave November. Da sagt dir doch bestimmt was. Und sagt mir gar nichts. Das ist eine Spendenaktion. Du rasierst dich einen Monat nicht und das Geld, was du fürs Rasieren hättest ausgegeben, das spendest du dann in dem Fall. Echt? Krass, ja. Okay. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass du sowas machst. Hab ich auch nicht, ich hab kein Geld. Hab ich noch nicht rasiert. aber die Aktion an sich finde ich eigentlich recht cool. Ja, finde ich nicht auch cool. Also der Baum hier ist definitiv irgendwo eine Base, der ist so gut zugebaut. Alter, diese Geräusche. Also PUBG wäre schon witzig. Zusammen. Alter. Und... Der Bart ist ab und das wollte ich dann noch sagen. Alter, warum ist das so laut mit diesen Geräuschen? Ich glaub's einfach nicht, ja. Wir werden ab heute versuchen, wieder ein bisschen regelmäßiger Folgen zu bringen, weil diesen einen Tag Pause, das geht halt echt einfach gar nicht. Deshalb, Alter, warum regnet's hier schon wieder? Scheiß Deutschland. Ja, man kann's ja einfach sagen, Leute. Wir sind alles Leute, die Schule haben, wir haben private Termine und so weiter und so fort. Und ja, ich habe auch private Termine, aber... Bei mir steht YouTube an vorderster Stelle. Immer. Ich hatte noch nie eine längere YouTube-Pause. Bei mir steht YouTube immer an allererster Stelle. Alles klar, Dominik. Kapiert? Okay, für den Cobblestone-Dingens muss ich die Lava jetzt genau hier hinsetzen, ne? Ey, Junge, Alter. Ich lasse hier mal einen Lava-Eimer. Warfasser-Eimer runter, nicht? Lass du an der Seite bitte auch einen runter, nicht? Dass, falls die uns echt sehen und abschießen, dass wir dann mega die Probleme kriegen, weil wir sofort sterben. Da habe ich nämlich null Bock drauf. Falls sie uns jetzt echt sehen und mit einer Sniper abschießen oder so, wäre ganz blöd. Warte, baust du weiter? Ich nehme den einen von unten. Wir schubsen uns noch nicht gegen... Ne, wir schubsen uns nicht gegenseitig, gut. Soll ich noch weiter hoch einfach? Genau, bau einfach weiter hoch und ich mache hier immer wieder so Wassereimer zur Absicherung. Dann machen wir meinen Wassereimer auch hoch. Ich habe noch 28 Cobblestone. Und ich denke, ab einer gewissen Höhe... so. Also ich denke, ab jetzt kann man schon anfangen, eine Plattform zu bauen. Das reicht an Höhe. Das ist ja schon relativ hoch. Lass ich hier nochmal Wasser runter. Einfach da, for safety, sonst bezahlt unsere Insurance nicht. So, ich habe noch 7 Cobblestone, danach habe ich ein Problem. Alter, ich hab voll viele Stacks. Ja, du kannst mir gerne noch einen abgeben. So, ich gebe dir sofort was, ich mach's hier nur kurz ein bisschen größer. Warum hast du hier oben einen draufgeballert? Das war ein Versehen, bin nicht so gut in MLG. Schon okay, dafür bist du ja mit mir zusammen. Da hast du recht, ja. So, dann nehme ich den Wassereimer hier wieder, jetzt sind wir ja einigermaßen sicher. So, dann gebe ich dir hier 2 Stackies. Nee, ich gebe dir erstmal einen Stack, das muss erstmal reichen. Ja, das reicht. Also, wie viel wolltest du dann machen? 10 mal 10, nicht 20 mal 20?
Ruhig so groß wie möglich. Wir können das dann ja später auch noch wirklich so mit Glas ausschmücken und alles. Ich würde das gern gleichmäßig halten, dass wir da nicht jetzt irgendwie so eine asymmetrische Plattform haben, weil ich bin da sehr pingelig. Willst du mich verarschen? Ich bin da echt pingelig. Bei PUBG zum Beispiel habe ich auch immer nur eine gerade Menge an Munition mit. Willst du mich verarschen? Wenn ich irgendwie 141 Schuss habe, dann packe ich immer einen weg. Alles klar. Lol, was ist denn da unten? Da ist so eine Art Treppe nach unten. Das sieht voll komisch aus unter uns. War das schon immer dort? Unter uns? Ach ja, ja. Lol, tatsächlich da. Siehst du, was ich meine? Das ist richtig seltsam. War das schon immer da? Was zur Hölle wird das? Da, ich baue da hinten jetzt gleich nochmal eine neue, breitere Plattform, damit wir hin und her switchen können. Falls eine Plattform kompromittiert ist, dann können wir sofort auf die nächste und nochmal, und dann haben wir nochmal Sicherheit da. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was jetzt richtig abfuck wäre? Was? Wenn die uns jetzt runterschießen? Nein, wenn wir sie nicht mehr sehen würden. Aber wenn das jetzt hoch, die View-Distance zu hoch wäre, nee, ja. glaube ich nicht. Ich glaub, Leute, nicht. Ich möchte noch mal kurz meine Professionalität in YouTube zeigen. Ganz was? Wovon redest du? In jeder Battle-Folge habe ich bis jetzt eine Sache gegessen. Pizza, Nachos. Das ist doch super. Freut mich. So, lass das hier. Boah, Alter, das ist echt so gefährlich. Wenn die jetzt kommen und uns runterschießen, sind wir instant tot, Alter. Ich hab so Schiss. Marcel, das hast du sehr intelligent gemacht. Ich hab so Schiss, Marcel, bitte hilf mir. Wovor denn? Vom Gegner. So, unsere Plattform ist jetzt ein bisschen sicherer. Okay, perfekt. Ich hab ein bisschen ausgeschmückt. Wie machen wir das mit Essen hier oben? Ja, wir bauen Bäume an und Karotten. Alleine Bäume und Essen. So. Bäume und Essen. Ganz einfach. Ist doch easy, ey. Ja, ich hab hier, also ich hab Melon Seeds hab ich unten weggeschmissen, aber die sind auch eh scheiße zum Essen. Also ich hab. LOL! Die kriegen das einfach nicht hin, Alter! Ja. Wie oft die haben die jetzt denn auch schon nur noch daran gestorben? Aber wenn jetzt einer von denen noch einmal durch. Ja, das Gegner hast du letzte Folge stirbt, gesagt. Genau. Ja, dann sind sie raus. Aber das sind diese Herzen, das sind so wie Respawn-Tickets. Gut, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Essen da. Ja, keine Ahnung, wie viel Erde hast du? LOL. Das ist schlecht. Weil ich habe auch nicht mehr so viel. Ich will es aber ehrlich gesagt auch nicht nochmal runter. Gib mir eine Schaufel, ich hol das. Okay, aber dann mach das am besten irgendwie im Baum oder so, dass wenn ich dir sage, dass die kommen. Also wirklich, das ist eigentlich perfekt, weil das ist sogar so ein Erdhügel. Ja, hol mal ganz viel Dirt mit. Ja. Ich werf dir auch direkt nochmal eine Steinschaufel. Ja, die Eisenschaufel, die sollte noch ein bisschen halten. Und hier fange ich schon mal. Jetzt hast du den Wassereimer mitgenommen, oder? Ja, natürlich. Okay, da mache ich jetzt noch keinen unendlichen Brunnen, aber später mache ich dann einen. Ja, machen wir das so. Oh, Alter, war das knapp. Junge, was machst du? Ich bin runtergesprungen. Okay. Ja, und ihr könnt natürlich wieder gerne unter dem Hashtag Battlethemen 19 Uhr eure Battlethemen hinschreiben. Dann auf Twitter. Der Hashtag wird auch immer länger, ne? Nee, Battlethemen 19 Uhr, das war schon immer so der Hashtag. Oder Battle 19 Uhr Themen, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Was weiß ich. So, ein paar Melon Sits noch. Kann ich ja dahin machen. Wie viel Dirt soll ich holen? Die Steine. Viel, wir brauchen viel. Das können wir auch nutzen, bauen ein bisschen. Ich hab so ein bisschen Paranoia. Wie viel Stacks hast du? Noch keinen, glaube ich. Denk mal, wenn du so 1,5 Stacks hast, reicht das erstmal. Weil so viel brauchen wir auch nicht. Die Bäume da. Oh, ich dachte schon, Server, Save the World. Ich dachte eben, einer ist gestorben. 58. Ich habe auch ganz viele Seeds jetzt. Okay. Ja, dann ist du super. Du hast ja auch das ganze Bone Meal mitgenommen, ne? Ja, ich hab 64 Knochen. Oh, Knochen. Okay, nice. Knochen. Genau, und ich mache jetzt echt mal ein paar Karotten hier, damit es ein bisschen schneller geht. Und die Melonen da, die können ja auch mal langsam wachsen. So. Das ist so Paranoia, dass sie hier jetzt um die Ecke kommen, ne? Aber ist doch nicht schlimm, wenn wir hier oben sind, dann ist alles gut, mein Freund. Ein Bett wäre natürlich auch noch sick, ne? Nee, ich würde hier oben kein Bett hinmachen, weil wenn wir hier einmal sterben und wir hier oben bleiben oder schnell zum Bett rennen, dann haben wir generell noch kein Bett. Ja, dann spawnen wir halt am Spawn, ist nicht so schlimm, oder? So, gut, also zack. Weil wenn die uns hier, stell dir vor, die killen uns hier, wenn die uns hier killen, ist es echt kein Problem, denke ich mir. Weil dann spawnen wir am Spawn und dann haben wir genug Zeit, um wegzurennen. Die sind ja nicht so schnell am Spawn, wenn die uns hier töten. Boah, erschreckt mich nicht so, Junge. Oh, alter Schwede. So, und das Ding ist, wir haben ja jetzt schon mehrmals von denen gehört, dass die einfach immer um die Map rumlaufen. Also es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis die unser wunderschönes Gebilde hier entdecken werden. Ah. Oh. Also wir sollten echt aufpassen. Vor allem guck dir das mal auf der Minimap an. Ja, das ist, wir müssen irgendwie so eine Penisform machen. Das wird voll witzig.
Man könnte immer denken, man wird mal erwachsen, ne? Aber ich glaube, das wird man nie. Das kann durchaus sein, ja. Ja, und wie viel Sand haben wir? Fast gar nichts, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Ich mache hier immer... Also, ich habe jetzt dann... 2 Stacks Sand, Dreck. Okay, ja, dann ist alles super. Machen wir da gerade mal bitte einen unendlichen Brunnen hin. Nee, du darfst jetzt dein Wasser... genau, mache ich das hier weg. Mach da einfach einen hin. Perfekt. So, und ja, dann machen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Das reicht dann, glaube ich, auch erstmal. Das reicht echt. Mach jetzt nicht alles mit Dirt. Wir können da oben noch einen Baum. Jetzt hin. Auf der Seite auch noch dicht und dann ist kannst, so. kannst du mir ein bisschen Dirt geben, bitte? Ja, klar hier. Und dann müssten wir eigentlich auch schon bald einen unendlichen Kabelgenerator machen, weil ich habe nur noch 48 Kabelstone. Das irgendwie geht halt echt schnell weg. Ist dein Weg nach oben kacke? Ist so ein bisschen. Ist mir doch scheißegal. Nee, der ist verzogen. Ja, dann machen wir es uns jetzt mal ein bisschen hübsch. Oh, wunderschön, der Baum. Weißt du, wir müssen das mit Bäumen so tarnen, damit man das auf der Minimap nicht sieht. Dann guckst du dir so und siehst nur die Blätter. Komm, wir machen das mal. Ich glaub, das wird richtig, Junge, das wird so schön hier oben. Du glaubst mir bestimmt nicht, aber das wird richtig schön, wenn wir das so machen. Das wird nicht so schön, das wird nicht schön, wenn du es nicht weiter, wenn du es nicht weiterbaust, Alter. Ja, wenn du so scheiße weiterbaust, schon. So sag ich dir. Ist ja gut, wunderschön. So. Oh, Alter. Okay, ich frag mich echt, was die sich denken. Also ich halt mal wieder ein bisschen Ausschau. Und hier müssen wir auch noch absichern. Die Frage ist halt echt, ob die Sniper haben, wenn die auch so Schwarzpulver-Probleme haben. Wobei, die haben jetzt so viele Gegner gekillt. Eigentlich müssten die richtig viel Schwarzpulver haben. Eigentlich müssen die mehr als genug haben. Ja, auf jeden Fall. Also sehen tue ich noch nichts. Wir sind ja auch relativ nah an der Border. Ja, das stimmt. Also hier sowas dann mache ich hier immer so ganz gerne ein bisschen Glas hin, damit man auch mal nach unten gucken kann. Das geht halt jetzt. Ich habe 3 Seeds, GG. Kannst du mir vielleicht mal die ganzen Knochen geben, dann kümmere ich mich darum, dass das hier mal... Ja, ich gebe dir mal die Hälfte, bitteschön. Ja, danke. Ah, Essen! Nicht Essen wegwerfen, Leute, das ist ganz schlecht. Essen werdet ihr immer wieder in eurem Leben brauchen. Wir müssen halt auch echt ein bisschen mal auf diese Treppe da. Nicht, dass die auf einmal einfach so die Treppe hier hochgehen und wir bemerken die gar nicht. Ich guck immer. Guckst du mal bis dahin? Ich guck die ganze Zeit immer auf die Treppe, ja. Die ganze Zeit immer wieder drauf. Digga, die Treppe, da würde ich sagen, die bauen mal gar nicht. Kannst du mal eine Kiste? Kannst du mal Kiste machen, bitte? Ich hab gar nicht so viel Holz, ich muss dann gleich mal einen Baum fällen. Weil ich hab hier noch die ganze Rüstung. Okay, mach ich eine. Ich glaube, die Hälfte von dem Essen ist auch schon runtergefallen. Soll ich die Kiste verstecken? Nee, ich glaub, das bringt nichts. Pack mal die Rüstung da rein. Hinter dir ist eine Rüstung. Ja, mach ich. Ich hab auch nicht so viel im Inventar, mein Freund. So viel Platz, meine ich. Das kann weg. Dann later. Den Leder, jawohl. Alte Schwede. Later. So. Alter, das dauert aber echt lange, bis die uns hier finden. Ja, wir sind hier so seit 30 Sekunden oben, ne? Dauert aber echt Du hast deine Bazooka geladen und entsichert, oder? Sozusagen im Inventar. Okay. Also, ich hab gar nichts richtig ready. Aber die da sind sie! Ich hab sie gesehen! Die sind da! Ich hab da eben was... Ja, die sind da! Komm hier nach oben zu mir! Ja, ich sehe sie unter uns direkt, ja. Ey, wir könnten sie jetzt mit einer... Nee. Weißt du, was witzig wäre, wenn die uns nicht sehen würden? Die sehen uns, die... Alter, sneak dich die ganze Zeit! Die dürfen uns nicht... Die müssen denken, dass das verlassen ist! Alter, wir versteckt... Hör auf irgendwas zu bauen! Das sieht man alles auf der Minimap! Hör auf! Marcel, hör auf! Man sieht das nicht! Doch, das sieht man! Man sieht, wenn das auf einmal so grün wird oder so. Das sieht man alles. Alter, und wir müssen, aber sneak dich, Digga, Alter, scheiße, die wir ganze Zeit. Nicht den doppelten Boden, fuck, wenn die jetzt mit der Panzerschreck und das wirklich klappt. Wir warten einfach, bis sie diese Treppe da hochkommen und dann ballern wir sie weg mit der Panzerschreck. Nur jetzt sehen wir nicht, ob die sich von unten hier vielleicht nach oben bauen, scheiße, und die haben ja auch Enderperlen, fuck. Jetzt, wo sind sie? Warum guckst du nicht, wo die sind? Warte, ich will dir mal ein paar Karotten geben. Hör auf, Junge, Gegner sind hier. Kann nicht. Was ist, wenn die sich jetzt schon hochbauen? Wir sehen das gar nicht. Scheiße! Aber das habe ich gar nicht bedacht, das war die dümmste Idee! Das war eine dumme Idee! Die war so dumm, die Idee! Hast du auch eine Enderperle? Wir können hier immer noch weg! Nee, hab ich nicht. Scheiße, ich will noch nicht, dass es jetzt schon zu Ende ist. Lol. Oh, dann sehen wir uns nächste Folge wieder! Ciao!